Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ich melde mich zurück aus Innsbruck mit einer weiteren Bastelfolge zum Thema S-Bahnbau. Nur zur Erinnerung, wir haben ja hier eine S-Bahn-Linie, die vom Hauptbahnhof zur Arena zum Kolosseum führt und die soll natürlich noch zu Ende gebracht werden. Also das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen aus der Stadt heraus. Dort soll dann irgendwo noch eine Endstation entstehen. Wie sich das Ganze dann am Ende darstellen wird, wie weit wir hier noch kommen werden, das kann ich zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber jetzt hier so der nächste kleinere Meilenstein, sage ich mal, ist halt jetzt hier nochmal eine weitere Station am Stadtrand. Dann wird es hier in diesem Bereich aufs Land hinausgehen und dort werden wir dann voraussichtlich nochmal zwei Stationen zu sehen bekommen. Was ich mir auch noch vorstellen könnte, ist, dass wir dann auf dem allerletzten kleinen Part dieser S-Bahn-Linie tatsächlich auch nochmal eingleisig werden, dass wir da auch nochmal so ein bisschen Abwechslung drin haben. Recht viel mehr wird es dann aber auch nicht werden. War ja ursprünglich gar nicht geplant, hier ein S-Bahn-Netz oder das Thema S-Bahn überhaupt irgendwie aufzugreifen. Und am Ende ist es dann doch irgendwie passiert und ich glaube, das war auch keine so schlechte Idee. Also, nochmal ein weiterer S-Bahnhof, wie gesagt, hier direkt am Stadtrand. Wird auch alles eher unspektakulär, also viel Kulissenbau, das ist halt hier nochmal so, ja, einfach ein Wohnviertel oder von mehreren Wohnvierteln umgeben das Ganze hier. Direkt hier an der S-Bahn-Station entstehen verschiedene Wohnblöcke aus verschiedenen Epochen. Hier ein bisschen was Moderneres direkt an der S-Bahn-Linie. Das Ganze mit Schallschutz versehen, auch etwas großzügiger. Alles schön eingemauert hier. Und hier drüben in dem Bereich, das ist dann wirklich auch nur Kulissenbau. Ich habe dann nochmal diese Einbahnstraßen hier verwendet, einfach weil dort auch diese Parkbuchten mit dran sind. Ist auch nochmal immer ein schönes, nettes Detail, wenn man dann am Ende dort auch Autos hinparkt. Aber ansonsten eher hier zeitsparend alles umgesetzt. Und alles ein bisschen mit Wohngebäuden vollgekleistert. So, Rohbau steht. Leicht gebogene Station. Im Bereich der S-Bahn-Station hat sich natürlich ein bisschen Gewerbe angesiedelt. Hier ist mir irgendwie eine Zeitrafferaufnahme abhanden gekommen. Ihr habt gerade schon gesehen, da war jetzt so ein kleiner Sprung drin. Da habe ich irgendwie beim Schneiden Mist gebaut. Ist aber nicht so schlimm. Was hier noch entsteht, ist einfach ein bisschen was zum Thema. Ja, es wird eine Autowerkstatt, Schrägstrich, kleiner Autohändler und auf demselben Areal befindet sich noch eine kleine Tankstelle mit einer Waschanlage. Mehr ist es eigentlich nicht. Einfach damit es hier im Bereich der S-Bahn-Linie noch ein bisschen was zu sehen gibt. Ein paar Autos hingeparkt, Verkaufsfahrzeuge, Kundenfahrzeuge. Und am Ende wird das Ganze noch ein bisschen weiter ausdekoriert und fertig. Okay, hier in diesem Bereich, also auf der anderen Seite des Bahnüberganges, gibt es auch nochmal eine kleine Straße, die dann hier so dem Bahndamm folgend entlang führt. Und das ist dann auch so ziemlich genau der Stadtrand. Also hier ist das noch so ein bisschen herausgewuchert, die Stadt, in Form von kleinen Siedlungen. Und dann wird es auch in den ländlichen Bereich übergehen. Wahrscheinlich einfach noch mal ein bisschen Landwirtschaft, ein bisschen Waldgebiete, bis die S-Bahn dann dort hinten irgendwo ein Dorf erreichen wird oder irgendwie eine kleine Ortschaft. Wir gehen nochmal zurück an den Bahnhof und setzen da nochmal weiteres Gewerbe hin. Hier eine Apotheke, ein paar Einkaufsmöglichkeiten, eine Imbissbude, kleines Restaurant. Nochmal hier so eine kleine Imbissbude hingestellt. Ein bisschen Bepflanzung, also hier schon mal die Pflanzkübel aufgestellt und dann gehen wir schon so ein bisschen weiter ins Detail mit Fahrradständer, die dürfen natürlich nicht fehlen. Alles ein bisschen eingezäunt, alles ein bisschen angepinselt. Also eigentlich alles mit relativ simplen Methoden umgesetzt hier. Was mir auch immer relativ wichtig ist, die Fahrdrahtaufhängung im Bereich der Bahnsteige. Da versuche ich weitestgehend, so gut es halt geht, mit den Rohrauslegern hier zu arbeiten. Dass wir halt nicht direkt, also oder möglichst wenige von den Oberleitungsmasten wirklich direkt auf dem Bahnsteig stehen haben.
Zumindest nicht direkt an der Bahnsteigkante, wie das bei den Vanilla-Bahnhöfen der Fall ist. Das ist halt einfach komplett unrealistisch. Da sollen ja die Leute ein- und aussteigen können. Da haben Oberleitungsmasten dann einfach nichts zu suchen. Weitere Detailarbeit. Ich habe natürlich wieder ein paar Personenassets verteilt, auch direkt auf dem Bahnsteig, ein paar Grüppchen abgestellt. Und was man hier auch schon sehen kann, das sind diese dynamischen Anzeigen für die Bahnhöfe. Die habe ich jetzt nur mal installiert und einfach mal aufgestellt, um zu schauen, was passiert. Man kann die halt dann jeweils irgendwie mit den Stationen verknüpfen. Scheint noch nicht so ganz zu funktionieren. Man sieht das dann noch in den bewegten Bildern. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ich habe mich ehrlicherweise noch nicht näher damit auseinandergesetzt. Einfach mal installiert und geschaut, was passiert. Aber ist natürlich schon eine höchst spannende Mod. Und es gibt auch zwei verschiedene. Ich habe einfach beide mal installiert. Werden wir dann gleich noch zu sehen bekommen. Naja, dann werden noch die Parkbuchten hier gefüllt. Hier und da nochmal ein paar Zäune reingezogen. Zäune, Hecken etc. Das Viertel einfach nochmal so ein bisschen aufgewertet. Also vielleicht etwas besserer Kulissenbau, wenn man so will. Okay, und ein, zwei kleine Details gibt es natürlich schon noch hier, die Einbahnstraßenschilder. Generell noch ein paar Schilder, die ich hier platziert habe. Hier zum Beispiel auch diese S-Bahn-Stationsbeschilderung. Auf der anderen Seite auch noch. Einfach noch ein paar kleine Details hinzugefügt. Genauso wie diese Schildchen hier am Bahnsteigende zum Beispiel. Und hier das Schild, das auf die Bahnsteigsverengung hinweisen soll, nehme ich mal an. Und mehr ist es auch nicht. Gehen wir in die bewegten Bilder. Wie üblich einmal hier zur Gesamtübersicht verschiedene Perspektiven. Die S-Bahn-Station hat auch schon einen Namen bekommen. Das hier ist jetzt Enzbruck-Meising. Das kam auch mal irgendwann als Ortsnamensvorschlag in den Kommentaren. Fand ich ganz passend für die Ecke hier. Sehr schön. Bahnhof in Kurvenlage. Macht sich auch immer gut. Und hier sieht man jetzt auch schon diese schönen dynamischen Abfahrtsanzeiger in verschiedenen Ausführungen. Aber wie gesagt, also wahrscheinlich muss ich mir da die Beschreibungen nochmal genau durchlesen. Also er zeigt schon irgendwie richtige Sachen an, aber also ich vermisse so ein bisschen die Abfahrts- und Ankunftszeiten. Also das ist irgendwie nett anzusehen, aber ich schätze mal, dass ich noch irgendwie ein Detail übersehen habe. Aber wenn ihr mehr wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, ich muss mich damit einfach nochmal ein bisschen auseinandersetzen. War nur so ein kleiner Testlauf. Einfach mal, um zu schauen, was passiert. Dann hier nochmal der Blick zurück auf die restliche S-Bahn-Linie Richtung Kolosseum, Richtung Arena und so weiter. Und dann runter bis zum Hauptbahnhof. Eine Buslinie lasse ich hier noch durch die Gegend fahren. Ich habe einfach eine bestehende Buslinie noch ein Stückchen erweitert bis hierhin. Und hier einmal der Blick über den Vorplatz, den Parkplatz und hier die S-Bahn-Station. Was mir übrigens auch noch nie so wirklich aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob man es gerade sehen konnte, diese, wie nennt man das, diese, also unter dem Bahnsteig ist ja diese Rettungsbucht, mir fällt der richtige Name nicht ein, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Dass wenn man in die Gleise fällt, dass man halt quasi unter die Bahnsteigkante klettern kann, ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen bis dato, dass das hier mit eingebaut wurde bei diesem Bahnsteig. Also coole Sache. So, hier einmal der Bahnübergang mit Vollbehang. Und diesmal auch die richtige Bahnübergangsbreite ausgewählt. Hier kann man das mit dieser Rettungsgeschichte noch schön erkennen. Die Uhrzeit läuft übrigens nicht synchron mit der Systemzeit. Also das war definitiv nicht 7:45. Also ist vielleicht auch so ein Indikator, dass ich hier irgendwas falsch gemacht habe. Oder es ist halt vielleicht mit irgendeiner anderen Mod nicht kompatibel. Das weiß ich eben nicht. Sieht cool aus, aber es zeigt halt jetzt nicht an, wann kommt die nächste S-Bahn. Was ist das Ziel der nächsten S-Bahn? Oder nur bedingt? Also mal schauen. Ich werde es hoffentlich noch rausfinden.
hier mal nochmal diese schöne Gebäudedurchfahrt. Um das alles nochmal ein bisschen besser einordnen zu können. Hier dann die zurückliegende Station am Kolosseum. Die eigentlich eine U-Bahn-Station darstellt. Ich habe das halt zweckentfremdet. Nochmal zurück zum Bahnübergang. Auch erfreulich, wie frühzeitig die Schranken zugehen. Das ist ja sonst manchmal wirklich sehr, sehr knapp. Hier funktioniert das ganz gut. So, dann haben wir hier einmal einheitlichen S-Bahn-Verkehr. Ich sollte das vielleicht sowieso nochmal am Ende ganz vereinheitlichen und mich für einen S-Bahn-Typ entscheiden, weil hier fährt ja momentan alles Mögliche durch die Gegend. Ist zwar nett anzusehen, aber irgendwie, wenn man es einheitlicher hat, ist es doch noch ein bisschen cooler. Und die Wiener Variante passt eigentlich wunderbar rein hier nach Innsbruck. So, Abfahrt in beide Richtungen. Ist doch ganz schnucklig anzusehen. Ein bisschen Betrieb herrscht auch schon. Sims steigen aus und ein. Und in der Richtung da hinten wird es dann irgendwann noch ein Stückchen weitergehen. Sofern es die Performance denn auch zulässt. Also ihr merkt schon, es wird natürlich nicht besser. Alles noch filmbar, aber dass immer mal wieder zwischendrin so kleine Hänger sind, das stört natürlich schon. Und das ist auch relativ neu, dass das so in der Regelmäßigkeit auftritt. Na gut, nehmen wir das Ganze hier nochmal in einer etwas größeren Perspektive in Augenschein. Ich denke, dann kann man es auch einigermaßen zuordnen, wo wir uns hier ungefähr befinden. Dort hinten, ganz im Hintergrund, sieht man auch die Bahnhofshalle vom Hauptbahnhof. Hier nochmal der Bahndamm, der zu dieser S-Bahn-Station hinführt. Mit Baureihe 420 in Doppeltraktion. Hier sieht man es auch schön, ne? Also die runde, die analoge Uhr, die ist eben mit der Systemzeit synchron und die Anzeigetafeln eben nicht. Die Kurvenkrümmung, also, oder wie sagt man, die Bahnsteigskrümmung, habt ihr gerade gesehen, sieht man hier vielleicht nochmal, das passt nicht so ganz zusammen, ne? Also da würden hier ein paar Funken sprühen. Das ist mir so auch noch nie aufgefallen. Also habe ich einfach den Bahnsteig ein bisschen zu stark gekrümmt. So, hier nochmal der Blick über die Station. Und Abfahrt Richtung Hauptbahnhof. Und den Kollegen begleiten wir jetzt auch noch ein Stückchen, denn ich denke mal, rund um die S-Bahn-Station Innsbruck-Meising hat man dann auch alles gesehen, was es zu sehen gibt. Deswegen schauen wir uns das Ganze einfach hier nochmal in voller Länge an, in Außenperspektiven, verschiedene Blickwinkel, damit man nochmal die gesamte Linie so ein bisschen zu sehen bekommt. Hier die S-Bahn-Station Kolosseum. Durchfahrtgleisen. Und die 6020 macht sich weiter auf dem Weg Richtung Westbahnhof. Hier am Kreisel vorbei und am Berliner Dom.
In jedem Fall nett anzusehen, wie sich diese S-Bahn-Linie so mitten durch die Stadt durchschlängelt. Hier haben wir das Schmalspurbetriebswerk im Hintergrund. Und wir erreichen Innsbruck Westbahnhof. Anschluss an die Schmalspurbahn. Jo, hat sich auch ein bisschen was getan im Laufe der Zeit. Gar nicht so schlecht geworden eigentlich. Kleine Zugbegegnung hier. Baureihe 423. Und hier geht es dann weiter Richtung Innsbruck Arena. Nette urbane Perspektiven hier. Die Arena im Hintergrund. Herrscht auch schon ein bisschen Betrieb, wie man sehen kann. Also es hat sich wieder so ein bisschen was getan. Die Parkplätze sind mittlerweile ganz gut gefüllt. Rettungsfahrzeuge sind vor Ort. Hier der Blick auf die S-Bahn-Station. Und nächster Halt ist dann schon der Hauptbahnhof. Hier vorne fädelt sich das dann auf die Brücke mit ein. Hier unterhalb der Brücke der alte Markt und hier die große Wendeschleife für die Trambahnen. Flussüberquerung und da sind wir schon fast da. Nach längerer Zeit mal wieder am Innsbrucker Hauptbahnhof. Hier der Blick über das ganze Areal. Da hinten fährt gerade der Museumszug aus. Abstellbereiche. Und viele, viele Gleise. Kriegt natürlich auch einen Gastauftritt, wenn er hier gerade schon unterwegs ist. Auf dem Weg Richtung Reichenbach. So, Einfahrsignal ist auf grün gesprungen und die S-Bahn erreicht den Hauptbahnhof. Der Metropolitan sowie ein Railjet geben sich hier ein kleines Stelldich ein. Und wir verweilen natürlich noch einen kleinen Moment hier, wenn wir schon mal da sind. Nehmen wir hier noch ein bisschen Bahnverkehr mit. Sehr schön. Das sind, glaube ich, die alten Schlierenwagen hier unten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Railjet hat Ausfahrt. Der dürfte auch Richtung Reichenbach gehen. Hier muss ich diese dynamischen Anzeigetafeln mal unterbringen am Hauptbahnhof. Da haben wir ganz viele Linien, die da zusammenlaufen. Vielleicht funktioniert das einfach ein bisschen besser. Mal schauen. Die nächste Ausfahrt steht schon wieder. Langsamfahrt. Und der nächste Alpenstaubsauger macht sich auf die Reise. Und die S-Bahn, die wir gerade eben begleitet haben, hat auch wieder Ausfahrt, geht zurück auf die Linie, fährt dorthin, wo sie hergekommen ist. Die Sommertalbahn hat Einfahrt. Im Hintergrund kommt schon die nächste S-Bahn eingefahren. Ja, immer ein bisschen was los hier am Innsbrucker Hauptbahnhof. Könnten wir auch nochmal eine Sonderfolge einlegen. Ein Tag am Hauptbahnhof.
Dann lassen wir den Hauptbahnhof langsam hinter uns. Und verabschieden uns langsam von der S-Bahn, die wieder den Rückweg angetreten hat. Nächster Halt. Innsbruck Arena. Und hier nochmal der Blick zurück. Hier sieht man nochmal schön die ganze S-Bahn-Trasse, wie sie sich da so durch die Stadt hindurch schlängelt. Bis runter nach Innsbruck-Meising. Der aktuelle Endpunkt der Linie. Aber wie gesagt, ein bisschen was kommt noch dazu. Ich vermute mal, man kann noch mit ungefähr 2 Stationen rechnen. Und wir beenden das Ganze hier mit einem Gesamtüberblick über Innsbruck. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.